Der Weihnachtswunsch. Trine war im Sommer 5 Jahre alt geworden. Sie war eine begeisterte Malerin und malte jeden Tag viele, viele Bilder. Doch seit Anfang Dezember malte sie jeden Abend an demselben Bild. Die Ausdauer überraschte ihre Mutter. Und nach dem 4. Tag, an dem Trine mit ihrem Werk beschäftigt war, fragte ihre Mutter, was das denn Schönes sei, was sie dort malte. Sie gab sich viel Mühe, es zu erkennen, aber sie konnte nur farbfrohe Striche und Kreise erkennen, auch wenn es sehr schöne Kreise und Striche waren. Ach Mama, das kann ich dir nicht sagen. Das hier ist mein Brief an das Christkind. Und schließlich gibt es das Briefgeheimnis. Es zeigte meinen allergrößten Wunsch und ich bin ganz sicher, dass das Christkind mir diesen Wunsch erfüllt. Nach dem 8. Tag war das Bild für das Christkind fertig und Trine legte es auf die Fensterbank, damit das Christkind es abholen konnte. Die Mutter wurde langsam ängstlich. Sie hatte Trine noch oft gelöchert und versucht herauszufinden, was denn nun ihr größter Wunsch sei. Doch Trine sagte jedes Mal, dass das Christkind schon Bescheid weiß. Die Mutter wusste nicht, was sie tun sollte. Es würde ihr das Herz brechen, wenn sie den sehnlichsten Wunsch ihrer Tochter nicht erfüllen könnte. Sie zeigte die Zeichnung mit den Kreisen und den Strichen, jeden, den sie traf. Eine Lokomotive ist das, sagte Trines Vater, ganz entschieden. Das Kind wünscht sich eine Puppe, meinte Trines Oma. Ich sehe einen Teddybär, informierte die Nachbarin. Ein Kaufladen, der Postbote war sich sicher. Trines Mutter kratzte also ihr Erspartes zusammen und kaufte ihr eine Lokomotive, eine Puppe, einen Teddybär und einen Kaufladen. Sie hoffte sehr, dass das richtige Geschenk dabei war. Am heiligen Abend arrangierte sie die Geschenke hübsch unter dem Weihnachtsbaum. Sie stellte noch einen Adventteller mit Kekse und Zuckerl auf und hoffte, dass es Trine auch schmeckte. Zündete ein paar Kerzen an und dann läutete sie das Glöckchen. Klingeling! Das Glöckchen war das Zeichen dafür, dass Trine ins Wohnzimmer kommen durfte. Trine blickte sich im Weihnachtszimmer um und strahlte über beide Wangen. Siehst du, Mama, ich habe dir doch gesagt, das Christkind weiß, was ich mir wünsche. Trines Mama fiel ein Stein vom Herzen. Ein wenig überrascht war Trines Mama darüber, dass Trine nicht zu den Geschenken lief, sondern zu dem Adventteller auf dem Wohnzimmertisch. Kekse, Zucker. Gibt es etwas Schöneres? Fragte Trine. Ihre Mutter musste schmunzeln. Selbstverständlich durfte Trine an diesem Abend so viel davon essen, wie sie schaffte.